Herzlich willkommen zur neuen Folge auf der Mopfüße Marsch. Wir haben aktuell den Raps, heute den Mais erledigt, der ist fertig. So kleine Reste. Den Rest kippen wir mal hier vorne rein, im Silo. So. Arbeiten fleißig noch. Ja, also ist aktuell drinne. Silage fast 200.000. Häckselgut gute 800.000. Wenn wir den Häcksler wegfahren und reparieren, helfen Niki voranlassen. So, vorne zusammenklappen, groß löschen. Also der Regen hört einfach nicht auf. Ich wünsche allen einen schönen Mittwoch. Ich danke allen fürs Einschalten. Besonders meinen Abonnenten. Abonnieren ist immer gut. Es entsteht niemandem davon Kosten. Und somit keine Nachteile. Also wer möchte, kann mich gerne abonnieren. Bin ich allen dankbar. Und dann denken wir doch nichts. Ja, das war gleich, ne? So schön groß. Kommt, glaube ich, sogar hin. So, stelle mal eine Garage. So. Den brauchen wir eine Weile nicht. Jetzt werden wir gleich ein bisschen Mischfutter nehmen. Fast fertig. So, geht rüber. So, Mischfutterfabrik. Nehmen wir gleich ein bisschen Silage mit. Nö. Brauchen wir nicht, das ist gut drin. Oh, Silage, Heu. Hat er keinen drin, ne? Mischfutter? Gibt's doch gar nicht. Ach, der kann kein Laden. Ah! Das kann sein. Blöd. Gut. Dann werden wir nur den anderen nehmen. Den werden wir mal wegstellen. Den Hänger stellen wir hier mal hin. Ich glaube, hier ist ein ganz guter Platz. Dazu werden wir mal ganz kurz das Fahrzeug wechseln. Und die Kühe nicht verhungern, ne? Also viel Futter haben wir nicht gehabt. Wir werden wir hier ein paar Hallen hinstellen, wenn wir mal richtig Geld haben. So. Mischration. Haben wir doch alles gemacht. Muss da was kommen. Und sieh da, andere Hänge und klappt. Wissen wir jetzt zwar nicht ganz lustig, was da ein Unterschied ist. Aber das ist im Grunde ja ein gemischtes aus Heu, Stroh, was der andere alles fahren kann. Ne? Ja. Also kann auch das Mischfutter fahren. So, mal schauen, was die Küche jetzt kriegen, was das jetzt ausmacht. Ach, der Pflügermeister ist fertig. Und jetzt geht FPS hoch. Haha, das ist gut. Hat er so viel gekostet an Ressourcen,
hat schon gemerkt, wenn der Häcksler fertig war, dass es besser wurde. Aber jetzt, wo jetzt ja, wenn Flügen fertig ist, haben wir wieder 60. Muss ja in der Bearbeitung liegen. So. Ganz kurz gucken, was den wir auch schon haben. Ja, speichern ist wichtig. Jawu. Kurze Kühe mit Ration. Das ist ja eine lustige Geschichte hier. Immer noch rot. Na, der Hänger ist nicht so praktisch. Kann man noch ein bisschen schön mischen, ne? Auch noch eine Weile für. Ja, das ist ein bisschen eng für unseren Traktor. Der Lenkrad da hinten lenkt ja auch echt aktiv mit, ne? Also. Ups, geht's gerade so. Müsste ein bisschen Mist und ein bisschen Gülle zur BGH fahren. Müsste alle annehmen. So, mal ganz kurz überlegen. Flügen ist ja fertig. Dann können wir auch gleich mal nehmen. Verdichten. Und das gießt. So, heute kommt Season raus. Die Spannung steigt, beziehungsweise wird schon vorbei sein mit der Spannung, aber wir haben noch keinen. Ich will ja zumindest, was ganz wichtig ist, unsere drei Sorten noch abernten: Raps, Soja und Sonnenblumen. Ich hoffe, dass der Regen aufhört, dann kann man sagen, okay, wir haben schon mindestens den Raps drin. Wenn ich recht erinnere, zu verkaufen haben wir nicht viel. Touring-Karte war viel zu verkaufen. So, da haben wir ein Gewicht vorne und wir werden gleich ein anderes Gewicht nehmen für hinten. So. Ich bin das gar nicht gewohnt mit Regen. Mein erster richtig großer Regen. Aber gut. Spätestens morgen früh muss es aufhören. Jetzt können wir gleich den Raps umflügen. Beziehungsweise drin lassen und dann euer einsehen. Am nächsten Freitag. Schnell verdichten, dass wir verdichten können. Dann den Rest wieder reinfahren, damit das draußen rumliegt. Bin etwas abgeschnitten. Ich habe das dreimal probiert. Irgendwie, das verrutscht mal wieder. Ich habe auch die Webcam wieder anders hingestellt. Aber irgendwie ist das nicht.
optimal. Hier ist das Gute, hier haben wir keine Verluste. So, über Donner. Machen wir Container machen. Auch schon gut Verdichtung. Wir müssen nur ein bisschen. Gut, wenn das verdichtet ist, dann geht es ja auch. Mit dem starken, so hohen Gewichtprinzip, was wir haben, hinten wie vorne, das ist relativ schnell verdichtet. Der Traktor an sich ist auch schwer und diese Breitreifen wird entsprechend das auch gut verteilt. Wenn wir alles reinfahren, wenn wir schon 5000 haben, ja. Und da es ja im Prinzip nicht am Rand dran ist, mehr oder weniger, kann auch nichts kleben bleiben. Aber was Gutes, wenn wir zu viel hatten. Aber die voll zu kriegen komplett, dann müssen wir noch. Naja. Aber VRs reicht halt ebenfalls. Wir müssen noch den anderen reinholen und was reinfahren, den Rest, das draußen rumliegt. Da nehmen wir den gleich. Unseren Chiptuning, wie er den heißt. Dann mache ich innerlich machen. Er will schon nass werden, ne? Könnten jetzt eigentlich auf 5 stellen. Flügen ist fertig. Na gut. 20 wollten wir noch flügen. Aber das schaffen wir immer noch. Das ist nicht das Problem. Problem ist die Ernte. Ah, ja. Ja, es gibt schon schöne BGHs als Mods. Ja, aber solange wir eine BGH haben, werden wir keine kaufen, ne? Wäre ja Blödsinn, ne? Zwei betreiben macht ja absolut nichts. Aber zur Vierfach-Map, so war die Rede, wird nur platziert und dann kann man sich eine aussuchen, was eine besser ist. Es geht ja um die Wirtschaftlichkeit und die auch Handhabung, dass es nicht so schwierig ist. Ne? Also, so, jetzt sammeln wir mal den Rest hier ein. Dazu haben wir einen Ladewagen. Excel gut, ja, das ist praktisch. Mist, muss ich rumfahren. So ein Eng gerade, es kommt gar nicht rum. Oh, Unkraut. Kommt anderes weg, der Unkraut wächst. Dann haben wir die vorne auch gleich. Wie bei der Schnur. Ja, so liegt so einiges draußen rum, ne? War da hinten.
Junge, der Regen hört nicht auf. Ich hoffe, die Geräte sind nicht so leise. Dann kann man ganz schlecht einstellen. Mist, kommen wir nicht rum. Fahren wir einfach rüber. Können wir gleich ein bisschen verdichten nebenbei. Und gleich auskippen. Aufladen nicht. Dann laden wir gleich mal hier so auf. Und hier. Nehmen wir das mit. Das gleich mitnehmen hier vorne ein Stückchen. Ja, hat er letztlich. Komm, habt ihr nicht so. Lass die Räder quietschen. Kommen wir eh nicht rum, ne? Aber nichts. Wir werden einen größeren Radius fahren. Na, wo haben wir einen Platz? Ah, hier vorne gleich. Platz kann man auch nicht hier sagen. Fahren wir da oben durch. Keine Gäste, aber der Wetter kann auch nicht da sein, ne? Wieder warm heute hier. Gerade aktuell 29 Grad. Und jetzt kann man das Fenster aufmachen, jetzt geht draußen besser. So. Die Abladung ist gut. Bin zurückfahren. Aufnehmen wolltest du auch. Nehmen wolltest du Stückchen. Jetzt steht der Fett im Weg. Oh. Versagt. Ah, schon das. Und an der Sound. Oh. Aber Sonnenbrille haben. Ja. Wie so Lohnzahlung. Ah. Naja, das kann von Flügen noch gewesen sein und von Häcksler. Gehen wir noch rein vor der Zeit? Knapp. Ja, knapp.
So, mal vorne ausmachen. Und auskippen. So, streng. Und raus damit. Nicht rausschleppen alles. War scharf. So, jetzt mal ganz schnell vorne mal ein bisschen quer sammeln. Ist der Beton kaputt. Ups. Bisschen aufnehmen, außen sauber ist. Jedenfalls fast alles. So, so liebe Freunde, das soll für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen über ein Like, ist ein Danke. Freue mich über ein Abo. Auch ein Danke dafür. Wie gesagt, die meisten wissen das schon. Es entstehen keine Kosten, keine Verpflichtungen. Also ein dickes Danke dafür. Dann sagt mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis morgen. Ciao.